Guten Morgen, es ist mal wieder soweit. Ein Tag schießt durch das YouTube-Universum. Und da ich ja durchaus eine gewisse soziale Kompatibilität aufweise, werde ich mich diesem Tag nicht entziehen. Die liebe Svenja und der liebe Pascal auf ihren Kanälen, die ich euch unten in der Infobox verlinkt habe, haben mich getaggt, um durchaus interessante Fragen zu beantworten. Und ich labere auch nicht lange rum, sondern beginne mit der Frage Numero Uno. Hast du einen starken Leitsatz oder ein Motiv, an das du in schwierigen Situationen denkst? Ja, das habe ich. Und es ist weder ein Satz noch ein Motto, sondern eher ein Grundverständnis, was mir da in solchen Situationen in den Sinn kommt. Und das ist, dass mein Ego, also das Ich und das damit verbundene Denken total unwichtig ist und keine Bedeutung hat. Und das ist keine Affirmation oder irgendwas zusammengebasteltes, sondern das fußt auf einer Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich in 4 verschiedenen intensiven Momenten eben erkannt habe, was das Leben ausmacht und was das ist und dass alles gut ist und dass alles richtig ist, wie es passiert, inklusive mein eigener Tod und auch das entsprechende Leiden bis zu meinem Tod durch eine Krankheit oder was auch immer. Ist alles gut. Und noch einmal, dass es nichts dahergesagt ist, sondern ich sage es mir, um mir diese Erfahrung, als ich das erkennen durfte, in Erinnerung zu rufen und entsprechendes neurologisches Netz wieder zu aktivieren. Ja, als Nebeneffekt macht das dann eben, ist es dann, dass ich jede Schwierigkeit quasi ja, total leicht überwinde. Ne? Das zweite ist, was tust du, um ins Handeln zu kommen, also wenn du durchhängst? Ich weiß, es klingt blöd, aber mit der vollwertigen Rohkost hängst du nicht durch. Aber nehmen wir einfach mal theoretisch an, ich würde mich nicht rohköstlich ernähren und ich würde durchhängen. Dann würde ich eine Coca-Cola trinken, wenn ich sofort was tun wollen würde. Ja, das würde ich tun. Oder ich würde einen Guarana-Shake machen, wenn ich die nächsten Stunden produktiv sein müsste. Die dritte Frage ist, hast du eine Morgenroutine oder etwas, ohne dass du den Morgen nicht genießen kannst? Muss ich mal überlegen. Gut, hast du mal einen Rat bekommen, der dir so richtig die Augen geöffnet hat? Wenn ja, welchen? Ich habe schon sehr viele Ratschläge bekommen, leider nur sehr selten diese angenommen. Aber der gravierendste war mal in einem Forum, als ich noch auf der Suche nach geistiger Gesundheit war und entsprechend ja, eine zufriedene Basis mir aneignen wollte. Und ja, nach 3-wöchigem Schweigeversuch und dem fehlenden Erfolgserlebnis hatten andere Forenteilnehmer ja, mir gepostet: Mensch, fang doch bei den offensichtlichen Dingen an, du fette Sau, nimm ab. In erster Instanz war ich beleidigt und es hegte sich in mir ein gewisser Groll, aber dann traf mich der Blitz der Erkenntnis und ich habe genau das gemacht. Und genau das hat dann auch geholfen, neben vielen anderen Dingen. Und das würde ich schon sagen, war ein Ratschlag im weitesten Sinne. Fünftens, was wäre eine gute Belohnung für dich, wenn du etwas geschafft hast? Die Frage entspricht nicht meinem Denkmuster. Warum sollte ich mich für etwas belohnen, was ich mache? Ich mache doch nur die Dinge, die ich für richtig halte und was im aktuellen Moment genau das ist, was ich entsprechend machen will. Warum sollte ich mich daher für etwas belohnen, was ich machen will? Die Frage wäre vielmehr, warum sollte ich etwas machen, wofür ich eine Belohnung brauche, um es zu machen? Die Frage macht also keinen Sinn. Okay, nächste Frage. Also für mich. Sechstens, wie bist du auf die Idee gekommen zu bloggen und zu vloggen? Ja, die grundsätzliche Idee war meine Amazon-Rezension auch auf YouTube zu posten, um andere Leute bei einer Kaufentscheidung ja, zu helfen. So wie sie mir auch geholfen haben, wenn ich bei Amazon das sehe. Und ich mag es halt visuell per Video und deswegen habe ich halt Videos gemacht. Daher steht ja auch in der YouTube-Domain Christian Checkt immer noch drin, das kann man nicht ändern. Und ja, ist damit auch die älteste Kategorie meines Kanals, Christian Checkt. Richtig intensiv gevloggt habe ich dann allerdings und gestartet damit mit dem Start der veganen Ernährung und entsprechend war das dann auch der Grund. Siebtens, was möchtest du mit deinem Blog oder mit deinem Kanal erreichen? Ganz einfach, die Menschen zu mehr Bewusstsein animieren, das wisst ihr ja. Einerseits auf gedanklicher Ebene, die Dinge bewusster zu durchdenken und weder konditioniert, stumpf wie so ein Automat durchs Leben zu rattern, als aber auch nicht Angst vorm schwarzen Mann habend, den Verschwörungstheoretikern in die Hände zu fallen, sondern einen guten, gesunden Mittelweg für sich zu finden. Die goldene Mitte, ne? Sowohl im Außen als auch im Innen. Diesen Ritt auf der Rasierklinge, den möchte ich unterstützen mit meinem Kanal.
Achte Frage. In welcher Situation musstest du kämpfen und hast dabei richtig viel gelernt? Ich war Jugendlicher im Alter von 14 Jahren und da kam eine Gruppe angetrunkener Nazis, gewaltbereiter Nazis, sage ich einfach mal dazu, im Park auf mich zu. Und als ich merkte, wie die Finger so langsam in meine Richtung zeigten, gekrölt wurde, das Gelächter immer mehr anschwoll, ja, habe ich kurz analysiert, wie meine Chancen aussahen, mit damals 160 kg Lebengewicht davon zu rennen. Und habe, bevor die Meute überhaupt den ersten Ton sagen konnte und konkret auf mich zugehen konnte, meinen ganzen Mut zusammengenommen, meinen rechten Arm gen Himmel gestreckt und so laut, wie ich nur konnte, Heil Hitler gebrüllt. Das Gelächter der Nazis brach ab und alle waren kurz erstaunt, aber grüßten mich ebenfalls, so ein bisschen gemuschelt, und ich habe die Situation heil überstanden. Ja, was habe ich daraus gelernt? Man muss dazu sagen, dass meine politische Gesinnung von jeher eher linksorientiert war und dass unter, sage ich mal, normalen Umständen für mich das ein absolutes No-Go gewesen wäre. Aber in der Situation habe ich erkannt wie so ein Geistesblitz, dass ich zwei Worte sagen musste, meinen Arm heben und damit lebend und unverletzt die Situation überstanden habe. Denn jede Phase meines Körpers hat mir ganz eindeutig gezeigt, hier geht es um Leben oder Tod. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, was Worte für eine Bedeutung haben. Das war die Erkenntnis daraus. Beziehungsweise was wir ihnen für eine Bedeutung geben und wie künstlich die Gesellschaft aufgebaut ist. Sehr wenig von den Dingen, denen wir eine Bedeutung geben, ist wirklich echt. Und viele sterben für falsche Ideale, die ebenfalls nur künstlich sind. Ihr wisst, ich halte sehr viel von Idealismus, auch des Folgen. Ne? Bin ich ja selber. Sieh auch das entsprechende Video, was ich oben in die Infokarten gepackt habe. Aber wenn die Ideale auf Worten basieren, und das tun sie bei einigen Menschen, da wird sich gestritten um Worte, dann ist es schade. Insbesondere wenn dann Menschenleben flöten geht. Und in dieser Situation hätten meine damals linken Ideale auch nichts davon gehabt, wenn ich gestorben wäre, sondern ich könnte diesen Idealen dann oder ich konnte diesen Idealen in der Folgezeit viel mehr dienen. Das habe ich in dieser Nacht gelernt. 9. Was würdest du jemanden raten, der gerne sein eigenes Ding starten würde, sich aber nicht in die Öffentlichkeit traut? Sein eigenes Ding abseits der Öffentlichkeit zu starten. Im Hintergrund irgendwo die Fäden zu ziehen und nicht in Erscheinung zu treten. Das, ja, nicht jeder steht gerne in der Öffentlichkeit, aber sein eigenes Ding starten hat ja nichts damit zu tun mit der Öffentlichkeit. Ja, also klar. 10. Wie lässt du dich zu neuen Themen inspirieren? Präsent sein, einfach nur sein. Und dann fliegen einem die Themen im Endeffekt einfach nur so zu. Nicht bewusst daran denken, was ich mache, also nicht andersrum, nicht daran denken, was ich für ein Video mache. So rum. Das geht einfach. Da geht es einfach viel einfach präsent zu sein und dann immer diese Ideen, die einfach so einen zufliegen, aufzuschreiben und dann einfach an dem Tag die Ideen dann zu nehmen und was zu machen, also auf diese Liste zuzugreifen. Wenn es das ist, wozu du berufen bist, dann fallen dir die Themen ständig in den Schoß, weil du ja bewusst bist, jetzt zumindest bei mir jetzt. Weil du willst ja die Menschen anregen und dein Geist ist auch immer auf der Suche, unbewusst, wie man Menschen inspirieren kann oder informieren oder motivieren will. Wenn dein Blog, Vlog oder was auch immer du machst, wenn, was du machen möchtest, wenn du dafür geboren bist, und dann solltest du eigentlich niemals überlegen müssen, was du sagst. Denn wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann merken deine Zuschauer das dann auch und dann hast du eben nichts mehr zu sagen. Ne? Also, 11. Welche Tools nutzt du am liebsten für deine Umsetzung? Ja, Notizbuch. Schreibe mein Notizbuch und dann, wenn ich am Rechner bin, in der Excel-Tabelle. Was ich für Geräte zur Videoaufnahme benötige oder nutze, das seht ihr unten in der Infobox. Also, ja. Das war meine Antwort auf diese Fragen. Ich nutze dieses Rumgetecke eigentlich immer sehr gerne, mal dafür kleinere Kanäle zu taggen und ein bisschen in den Fokus zu bringen, anstatt mich selber bei größeren Kanälen auf diese Weise in deren Infobox zu verewigen. Also tagge ich einfach mal 3 klitzekleine Kanäle, die jeden Abonnenten gebrauchen können, weil sie alle noch wenige bis gar keine Abonnenten haben. Und ich weiß, gerade am Anfang ist man für jeden Abonnenten wirklich dankbar und der Nutzen eines Abonnenten ist viel größer. Also von daher kleine Kanäle, das habe ich mir so angewöhnt. Als erstes den Bünni mit 18 Abonnenten am Start. Wer ihn nicht kennt, ich verlinke ihn nochmal in Let's Talk mit Bünni, wo er am Start war. Echt ein feiner Kerl und würde mich freuen, wenn ihr bei ihm einfach mal vorbeischaut. Die nächste, das ist die liebe Hanna, mit der ich mal einen Song zusammen aufgenommen habe. Sie hat mir gesagt, dass sie jetzt einen deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema vegan mit
mit Kind, Trageberatung, veganen Rezepten und Attachment Parenting, ich weiß was das jetzt bedeutet, Beziehung statt Erziehung, zusammen mit ihrem Sohn Osmo eröffnet hat und ich glaube sie hat sogar noch gar keinen Abonnenten und ich hoffe sie sieht das Video und ja, aber ein Rezept ist glaube ich schon online, also ein frischer Kanal. Also wenn ihr da Lust habt bei der Neueröffnung eines Kanals mit, also von der ersten Stunde mit dabei zu sein, wäre Hanna eure Frau. Und Tor 3 wäre ja, also ein Mensch, der, sage ich mal, noch gar kein Video hat. Und das ist der Sebastian. Ja, der hat wirklich noch gar kein Video am Start und trotzdem schon 6 Abonnenten. Das liegt sicher aber daran, dass er auch einen Blog im Internet hat, buntbegeistert.de. Ich würde ihn aber auch gern mal vor der Kamera sehen in einem YouTube-Video und deswegen bin ich einfach mal so frech und tagge ihn. Und ja, bin gespannt, ob sich der Sebastian locken lässt. Also die 3 Kanäle, die ich auch ebenfalls unten in der Infobox verlinkt habe, ja, sollen bitte auch diese 11 Fragen beantworten und noch viel wichtiger eigentlich, dass ihr mal auf diese 3 Personen aufmerksam werdet und wenn euch eins von irgendwie interessiert oder die Person, dass ihr da einfach mal drauf schaut und guckt, ob ihr den Personen irgendwas abgewinnen könnt. Na, das ist wie gesagt ein Mini-Kanal, aber sie werden sich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal auf Abo klickt und dann natürlich auch anschaut. Also erstmal danke Svenja und Pascal fürs Tacken, meine Person und lieber Bünni, lieber Hanna und lieber Sebastian, viel Spaß mit den Fragen, so denn ihr das Video hier seht und wisst, dass ihr getaggt seid. Ich wünsche euch allen einen tollen Start ins Wochenende und macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.